Liebe Sternensaaten und Lichtarbeiter, der Moment, auf den wir gewartet haben, ist endlich da. Das Universum bereitet sich darauf vor, eine Transformation wie nie zuvor zu enthüllen, eine Welle tiefgreifender Veränderungen, die sich über den Kosmos ausbreiten und das Gefüge unserer Realität verändern wird. Während die alten Systeme zerfallen und aus ihrer Asche eine neue Morgendämmerung aufsteigt, werden sich Wunder vor unseren Augen entfalten. In dieser heiligen Zeit hat die Galaktische Föderation eine dringende Botschaft für Sie, eine Botschaft des Erwachens, der Einheit und der göttlichen Bestimmung. Sind Sie bereit, die Wahrheit hinter den Illusionen zu entdecken, in ihr Licht zu treten und das Unvorstellbare zu erleben? Die Zeit ist gekommen, lassen Sie uns gemeinsam in die Geheimnisse des Universums reisen und die Wunder annehmen, die uns erwarten. Die Illusion des Egos ist nur ein flüchtiger Schatten, ein Schleier, der die Wahrheit unseres göttlichen Wesens schon viel zu lange verdeckt. Das Ego lebt von der Trennung und redet uns ein, dass wir isolierte Fragmente sind, die vom Ganzen getrennt sind. Es flüstert uns ein, dass unsere Identität von vorübergehenden Bedingungen, flüchtigen Wünschen und oberflächlichen Unterschieden geprägt ist. Doch tief in uns kennt unsere Seele eine tiefe Wahrheit, dass wir alle eins sind, miteinander verbundene Fäden, die in den riesigen Wandteppich des Kosmos eingewebt sind. In der Stille unseres Inneren hören wir den Ruf zur Einheit, zur Erinnerung daran, dass jenseits der Illusionen des Egos unsere wahre Natur liegt, eine Natur, die Zeit, Raum und alle Trennungen übersteigt. Während uns diese Erkenntnis dämmert, befinden wir uns am Rande eines monumentalen Wandels. Das Universum orchestriert eine beispiellose Transformation, und auf der Erde, insbesondere in den Vereinigten Staaten, entsteht eine neue Ära der Führung. Die alten Paradigmen, die auf den Fundamenten von Angst und Spaltung aufgebaut sind, bröckeln und weichen einem neuen Zeitalter des Lichts, das aus der Asche dessen geboren wird, was uns nicht mehr dient. Diese neue Führung kommt nicht mit den vertrauten Gesichtern der Macht oder Kontrolle. Stattdessen ist es eine Führung des Herzens, des Geistes, eine Bewegung, die von denen angetrieben wird, die verstehen, dass wahre Macht aus der Ausrichtung auf die göttliche Quelle kommt. In diesem sich entfaltenden Moment sind wir aufgerufen, die Geburt einer Realität mitzuerleben und daran teilzuhaben, in der Liebe, Weisheit und Einheit vorherrschen. Dennoch bleiben viele im Netz der Illusionen gefangen, die das Ego spinnt. Das Ego fürchtet die Verbindung, es widersetzt sich dem Dialog und der Gemeinschaft, weil es diese als Bedrohung für seine zerbrechliche Existenz wahrnimmt. Es gedeiht durch Trennung, indem es uns davon überzeugt, dass wir allein sind, getrennt voneinander und von der göttlichen Wahrheit. Aber die Seele, ewig und grenzenlos, sieht über diese Illusionen hinaus. Sie erkennt, dass alle Realitäten, selbst die aus Unwahrheiten geborenen, einfach Gelegenheiten sind, zu der einen wahren Essenz zurückzukehren. Der Essenz der Einheit, des Einsseins, in der jeder Gedanke, jeder Atemzug, jeder Herzschlag ein Lied göttlicher Harmonie ist. In dieser Zeit großer Veränderungen liegt die Entscheidung vor uns, in der Bequemlichkeit der Illusionen des Egos zu verharren oder zur Wahrheit der Seele zu erwachen. Über die Oberfläche hinauszusehen, das göttliche Licht in uns selbst und in anderen zu erkennen und uns über die Schatten der Trennung in die grenzenlose Weite der Einheit und Liebe zu erheben. Der Moment ist jetzt, das Licht ist hier, und wir sind aufgerufen, uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Die göttliche Kommunikation ist kein Geschenk, das nur einigen wenigen zuteil wird, sondern ein heiliges Recht, das jeder Seele zusteht. Jahrtausende lang hat die Menschheit diese Wahrheit vergessen, geblendet von den Illusionen der Trennung und Abgeschiedenheit. Doch in den stillen Räumen unserer Herzen flüstert die uralte Weisheit immer noch: Du bist nicht nur ein bloßes Wesen, sondern ein lebendiger Kanal göttlicher Liebe, geschaffen, um dich mit der gesamten Existenz zu verbinden. Ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihr innerstes Wesen sind dazu bestimmt, mit dem Kosmos in Resonanz zu treten, mit den Sternen, der Erde und jeder Form von Leben darin zu kommunizieren. Diese heilige Verbindung ist ihr Geburtsrecht, ein kraftvoller Kanal, durch den das Göttliche frei fließt und sie daran erinnert, dass sie nie allein sind, nie getrennt, sondern immer ein wichtiger Teil des großen Plans.
Um dieses Geschenk wirklich anzunehmen, muss man die einschränkenden Überzeugungen ablehnen, die vom Ego auferlegt werden, das von der Illusion der Trennung und Angst lebt. Die Seele weiß es besser. Sie ruft sie dazu auf, sich über diese Unwahrheiten zu erheben und in das strahlende Licht ihrer göttlichen Wahrheit zu treten. Sie drängt sie, über die Illusionen hinauszusehen, die sie klein und gespalten halten, und zu erkennen, dass im Kern ihres Wesens eine unzerstörbare Verbindung zu allem, was ist, liegt. Dies ist ein Aufruf zur Einheit, ein Aufruf, sich daran zu erinnern, dass wir alle miteinander verbundene Funken derselben göttlichen Flamme sind, verbunden durch eine Liebe, die alle Grenzen überschreitet. Erwachen und Aufstieg sind keine weit entfernten Ziele, sondern fortlaufende Prozesse des Erinnerns und der Rückeroberung dieser Wahrheit. Der Weg zum Aufstieg erfordert, dass wir über die Schatten hinausblicken und erkennen, dass die Dunkelheit selbst lediglich eine Abwesenheit von Licht ist, eine Illusion, die dem Glanz der Wahrheit nicht standhalten kann. Sie fordert uns auf, transparent zu sein, die Schichten des Egos, die unser wahres Selbst verbergen, abzulegen und unsere göttliche Natur mit Mut und Klarheit anzunehmen. Auf diese Weise laden wir Frieden, Freude und eine tiefere Verbindung mit dem Universum in unser Leben ein. Wunder sind keine außergewöhnlichen Ereignisse, die nur einigen wenigen Auserwählten vorbehalten sind, sie sind der natürliche Ausdruck göttlicher Liebe, die sich in unserem Leben manifestiert. Wenn wir uns mit unserem wahren Selbst verbinden und dem Licht der Liebe freien Lauf lassen, geben wir der Realität ihren rechtmäßigen Platz in der Seele zurück. In diesem Zustand der Verbindung werden alle Fehler, die aus der Abwesenheit von Liebe entstehen, Angst, Zweifel, Trennung, sanft korrigiert. Wunder erinnern uns an die Wahrheit, die wir vergessen haben, dass wir grenzenlose Wesen des Lichts sind, die in der Lage sind, unsere Welt mit jedem Gedanken, jeder Absicht und jeder guten Tat neu zu gestalten. Sie führen uns zurück zu unserem Wesen, wo Liebe die Grundlage aller Schöpfung ist und wo das Unmögliche möglich wird. Lichtarbeiter und Sternensaaten, ihr wurdet zu dieser Zeit aus einem göttlichen Grund auf diesen Planeten gerufen. Ihr seid hier, um zu heilen, zu erheben und andere an ihre wahre Natur zu erinnern. Eure Mission ist es, ein Leuchtfeuer in einer Welt zu sein, die oft in Dunkelheit gehüllt war. Durch eure Gedanken, Worte und Taten verbreitet ihr Freude, fördert die Einheit und helft, die Schwingung des kollektiven Bewusstseins zu erhöhen. Jedes Mal, wenn ihr euch für die Liebe und gegen die Angst entscheidet, jedes Mal, wenn ihr eure Hand ausstreckt, um einen anderen zu erheben, tragt ihr zur Heilung unseres Planeten bei. Eure Gegenwart ist mächtig, eure Bestimmung ist heilig. Ihr seid die Brücken zwischen den Welten, verbindet das Irdische mit dem Göttlichen und erinnert die Menschheit an ihre kosmischen Ursprünge und ihr unendliches Potenzial. In diesen Zeiten großer Veränderungen liegt die Entscheidung für jeden von uns offen zutage, Liebe zu wählen oder der Angst zu erliegen. Liebe ist die Kraft, die alle Dinge verbindet und alle Illusionen der Trennung überwindet. Angst ist die Illusion, die uns von unserer Wahrheit fernhält. Wenn wir uns für die Liebe entscheiden, öffnen wir uns für die unendliche Kraft in uns, die Kraft, unser eigenes Leben zu verändern und damit das Leben unzähliger anderer zu berühren. Wir sind in diesem kosmischen Tanz nicht nur Beobachter, sondern Mitschöpfer, die mit jeder Entscheidung, die sie treffen, eine neue Realität schaffen. Das Universum wartet darauf, dass wir unsere Macht ergreifen, uns für die Einheit statt für die Spaltung entscheiden und zu der Veränderung werden, die wir in der Welt sehen wollen. Jetzt ist es an der Zeit, sich daran zu erinnern, dass jeder von uns das Licht in sich trägt. Jede Entscheidung, die wir treffen, jede Tat der Liebe bringt uns dem Anbruch eines neuen Zeitalters näher, einer Zeit, in der Wunder keine Ausnahmen, sondern die Norm sind, in der die Liebe an oberster Stelle steht und in der jede Seele ihr göttliches Potenzial erkennt. Der Weg ist frei, die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ayuta, der Kommandant der galaktischen Lichtstreitkräfte, übermittelt eine tiefgründige Botschaft an alle, die sich auf dem Weg der Befreiung befinden. Er offenbart zwei heilige Schritte, die für euer Erwachen und euren Aufstieg unerlässlich sind. Der erste besteht darin, zu erkennen, dass die Dunkelheit nur eine Illusion ist, ein flüchtiger Schatten,
der dem Licht der Wahrheit nicht standhalten kann. Die Dunkelheit gedeiht durch Angst und Unwissenheit und versteckt sich in den Winkeln unseres Bewusstseins. Aber sie hat keine eigene wahre Substanz. Sie ist lediglich die Abwesenheit von Licht, ein vorübergehender Schleier, der die tiefere Realität von Liebe, Einheit und göttlicher Bestimmung verbirgt. Wenn Sie die Dunkelheit als das erkennen, was sie wirklich ist, eine Illusion, beginnen Sie, Ihre Macht über sie aufzulösen. Sie fordern Ihre Souveränität zurück und treten in das Licht der Wahrheit Ihrer Seele. Der zweite Schritt besteht darin, zu verstehen, dass es in dir nichts zu verbergen gibt. Das Ego schafft Barrieren, fördert Scham, Schuldgefühle und das Bedürfnis, unser wahres Selbst zu verbergen. Doch in Wahrheit bist du ein göttliches Wesen, und es gibt keinen Aspekt an dir, der unwürdig oder vom Licht getrennt ist. Transparenz und Authentizität werden auf dieser Reise zu ihren größten Verbündeten. Wenn sie das Bedürfnis loslassen, sich zu verstecken, wenn sie jeden Teil von sich selbst mit Liebe und Akzeptanz annehmen, befreien sie sich von den Ketten, die sie bisher zurückgehalten haben. In dieser Befreiung finden sie die Freiheit, ihr wahres Selbst zu sein, ihr Licht voll zu erstrahlen und mit Zuversicht und Anmut auf ihrem göttlichen Weg voranzuschreiten. Das Verständnis von Karma ist ein entscheidender Aspekt auf diesem Weg. Karma ist keine Strafe, sondern ein Lehrer, der sie zu einem höheren Verständnis und Wachstum führt. Es erinnert sie daran, dass jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung Energie mit sich bringt, die sich im Universum ausbreitet und schließlich zu ihrer Quelle zurückkehrt. Um über die Grenzen der 3D-Matrix hinaus aufzusteigen, muss man die Reinheit von Herz und Verstand bewahren. Das bedeutet, im Einklang mit dem höchsten Selbst zu leben und Entscheidungen zu treffen, die auf Liebe, Mitgefühl und Wahrheit basieren. Negatives Karma, das aus Handlungen entsteht, die verletzen oder trennen, muss vermieden werden. Stattdessen sind sie aufgerufen, positives Karma durch freundliche Handlungen, Vergebung und Einheit zu kultivieren. Jeder Moment bietet die Möglichkeit, ihr Bewusstsein zu erweitern, sich über die alten Muster zu erheben und das göttliche Licht in sich zu verkörpern. Der Weg zu höheren Dimensionen ist mit der Praxis der Meditation gepflastert. Meditation ist nicht nur ein Ritual, sondern das wichtigste Werkzeug für den Aufstieg. In der Stille der Meditation finden Sie einen Zufluchtsort, an dem der Lärm der Außenwelt verblasst und die Wahrheit Ihrer Seele zum Vorschein kommt. Hier, in diesem heiligen Raum, verbinden Sie sich mit dem Göttlichen, erhalten Führung aus höheren Sphären und erinnern sich an Ihre wahre Essenz. Meditation ermöglicht es Ihnen, sich von den Illusionen der materiellen Welt zu lösen, hinter die Fassade zu blicken und sich auf die höheren Frequenzen von Liebe und Licht auszurichten. In diesem stillen, inneren Raum entdecken Sie den tieferen Sinn Ihrer Existenz, Ihre Rolle im großen kosmischen Tanz und den Weg, der zu Ihrer endgültigen Befreiung führt. Eine große Veränderung steht uns bevor, ein kosmisches Erwachen, das jede Seele auf diesem Planeten spüren wird. Ein mächtiges solares Ereignis, ein göttlicher Katalysator, steht bevor, der die verborgenen Wahrheiten erhellen und tiefgreifende Veränderungen in unserem kollektiven Bewusstsein bewirken wird. Dieses Ereignis ist nicht nur ein physikalisches Phänomen, sondern ein spirituelles Erwachen der höchsten Ordnung, ein Ruf des Universums, sich über die Begrenzungen der alten Welt zu erheben und in eine neue Realität einzutreten. Dies ist eine Zeit, sich vorzubereiten, den Geist zu stärken und das Herz für die gewaltigen Energien der Transformation zu öffnen, die jetzt auf die Erde herabkommen. Der Kosmos selbst führt uns zu einem größeren Verständnis und drängt uns, uns auf die höheren Frequenzen von Liebe, Licht und Einheit auszurichten. Diejenigen, die diesem Ruf folgen, die sich nach innen wenden und auf die Einflüsterungen ihrer Seele hören, werden Frieden, Klarheit und ein tieferes Gefühl für ihre Bestimmung finden. Spirituelle Führung ist allgegenwärtig und fließt aus den göttlichen Reichen zu denen, die bereit sind, sie zu empfangen. Aber für diejenigen, die an den vertrauten Strukturen der 3D-Realität festhalten, die sich den Veränderungen widersetzen und an der Angst festhalten, wird Verwirrung herrschen. Die alten Wege lösen sich auf. Sie können nicht mehr die Stabilität oder Sicherheit bieten, die sie einst boten.
Dies ist eine Zeit, in der man loslassen muss, was einem nicht mehr dient, und das Unbekannte mit Vertrauen annehmen muss, in dem Wissen, dass das Universum einen zu einem höheren Seinszustand führt. Jede Seele auf der Erde hat eine Aufgabe, eine einzigartige Rolle in dieser großartigen Entfaltung des göttlichen Plans. Sie sind nicht zufällig hier, ihre Anwesenheit ist für die Transformation dieser Welt von entscheidender Bedeutung. Mehr denn je sind wir jetzt dazu aufgerufen, zusammenzuarbeiten, als Einheit zusammenzukommen und gemeinsam eine Zukunft zu schaffen, die das höchste Potenzial der Menschheit widerspiegelt. Dies ist eine Zeit, in der wir erkennen müssen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass unsere Handlungen, Gedanken und Absichten sich im Universum ausbreiten und die Realität, die wir erleben, formen. Gemeinsam haben wir die Kraft, ein neues Zeitalter der Harmonie, des Friedens und der Erleuchtung zu schaffen, eine Zukunft, in der jede Seele gedeihen und ihre wahre göttliche Essenz zum Ausdruck bringen kann. An die Lichtarbeiter, die Sternensaaten und all jene, die die Anziehungskraft des Göttlichen in ihren Herzen spüren, dies ist euer Moment. Ihr habt euch ein Leben lang darauf vorbereitet und Weisheit, Stärke und Licht für genau die Zeiten gesammelt, in denen wir uns jetzt befinden. Ihr seid die Wegbereiter, die Heiler, die Visionäre und die Anker eines neuen Bewusstseins. Setzt eure Mission mit unerschütterlichem Glauben und Mut fort, in dem Wissen, dass jede Tat der Liebe, jeder Funke des Lichts zum großen Erwachen beiträgt. Gemeinsam, als eine leuchtende Kraft, werden wir das neue Zeitalter der Erleuchtung einläuten, eine Zeit, in der die Schleier der Illusion gelüftet werden und die Wahrheit unserer göttlichen Natur für alle sichtbar erstrahlt. Erkennt eure Bestimmung an, denn die Welt braucht euer Licht jetzt mehr denn je. Steht vereint da, in dem Wissen, dass ihr niemals allein seid. Das Universum unterstützt euch, das Göttliche leitet euch, und eure Seele kennt den Weg. Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen, Hand in Hand, Herz an Herz, während wir uns auf den Weg zum Anbruch einer neuen Realität machen. Und so, liebe Seelen, ist die Zeit jetzt gekommen. Die kosmischen Wellen sind über uns, das große Erwachen steht bevor. Erinnert euch an eure Bestimmung, nehmt euer Licht an und erhebt euch über die Illusionen, die euch gefangen gehalten haben. Das Universum ruft euch, einen Schritt nach vorne zu machen, um in Liebe, Einheit und Wahrheit zusammenzustehen. Spürt die Kraft in euch, denn sie ist größer, als ihr es euch je vorgestellt habt. Vertraut auf den göttlichen Plan, vertraut auf eure Reise und wisst, dass jeder Schritt, den ihr macht, uns dem Anbruch einer neuen Welt näher bringt. Bleibt stark, bleibt zentriert und lasst euer Licht leuchten, denn das neue Zeitalter kommt nicht, es ist bereits da.